So, mal ein 0 auf 100 in 21,22. In 3,51 Sekunden bin ich mit der Performance-Variante auf 100 km/h. Ich stehe eigentlich nicht auf diese Beschleunigungstests, aber an einem trüben Tag in der Lüneburger Heide kann das schon mal die Laune aufhellen. Auch wenn es nur den Energieverbrauch sprunghaft nach oben treibt. Eigentlich bin ich ja eher der entspannte Innenstadt-Cruiser und so drehe ich die ersten Runden mit Teslas Model 3 durch Hamburg. Einfach mal warm werden, auch wenn sich die Sonne an den Testtagen kaum hat blicken lassen. Willkommen aus dem Tesla Model 3. Ja, das ist eins der ersten Modelle, die in Europa angekommen sind. Hat noch niederländisches Kennzeichen, also die Fahrzeuge kommen ja mit großen Schiffen in Seebrücke an und werden da ausgeladen. Und anders als die Model S und X, die werden in Container verpackt, gehen dann nach Tilburg in die Endmontage, werden da dann zusammengebaut, sind die Model 3 für Europa schon fertig in Fremont montiert und können selber vom Schiff rollen, kommen dann auf Tieflader und werden zu den Servicecentern gebracht. Und ja, wir haben Anfang Februar und die ersten Auslieferungen werden in den nächsten Tagen starten, je nachdem wie schnell die aus Belgien dann hierher kommen, jetzt nach Norddeutschland, nach Hamburg beispielsweise. Ich habe jetzt schon ein Vorführmodell, eine Performance-Variante ausgeliehen bekommen, um mal auszuprobieren, wie denn das ist. Und ich werde mich an einem regnerischen Februartag auf den Weg machen von Hamburg in die Hauptstadt nach Berlin. Ist eine schön lange Strecke unterwegs. Gibt Supercharger, wo ich mal ausprobieren kann, wie es mit dem CCS-Stecker funktioniert. Aber auch andere Schnelllader will ich ausprobieren. Öffentliche. Ja, mal gucken. Ich bin das Model 3 ja schon mal im August in Kalifornien gefahren und war schon sehr, sehr, sehr angetan. Und bin jetzt gespannt, wie es sich hier im deutschen Schmuddelwetter, im Schmuddelwinter macht. Und wie es sich da mit der Reichweite und der Batterie verhält. Also schauen wir mal. So, die momentan ausgelieferten Modelle vom Model 3 sind ja Dualmotorsysteme. Also haben einen Motor an der Frontachse und einen an der Heckachse. Vorne arbeitet ein Drehstrom-Asynchronmotor und an der Heckachse ein Permanentmagnet. Synchronmotor. Zusammen bringen beide 358 Kilowatt Leistung oder für die, die es eher klassisch mögen, das sind 487 PS. Und das ist natürlich für eine Mittelklasse-Limousine ordentlich Power. Und selbst wenn man bedenkt, der Wagen wiegt 1847 Kilogramm, schaffen es die Motoren dann immer noch den Wagen in 3,5 Sekunden von 0 auf 100. Wie gesagt, das ist eine Performance-Variante, die Long-Range-Variante ist ein bisschen langsamer. So, bei der Batteriekapazität, da macht Tesla so ein kleines Geheimnis draus. Sie haben nämlich ihre bisherige Art und Weise, wie sie die Wagen benennen, verändert. Früher war es so, dass die Zahl hinter dem Modell die Batteriekapazität angab. Also wenn man Model S 75D hatte, dann wusste man, das hat 75 Kilowattstunden und einen Dualmotor oder zwei Motoren, also auch Front- und Heckachse. Das haben sie gestrichen und bei allen Modellen heißen die jetzt nur noch irgendwie Performance oder Mid-Range oder Long-Range oder im Deutschen Langstreckenbatterie, was ein bisschen ein komisches Wort ist. Und man sah, es wird nicht mehr angegeben genau, wie hoch die Kapazität der Batterie ist. Aber im Internet bleibt ja nichts verborgen und es ist die Rede davon, dass diese Variante hier 75 Kilowattstunden Kapazität hat. Und das scheint auch nach meinen Beobachtungen hinzukommen und das scheint sogar der Nettowert zu sein. Also ich habe da über Nacht geladen und da sagte die Abrechnung an der Säule, ich hätte 66 Kilowattstunden geladen und ich hatte noch eine Restkapazität von so ungefähr 60 Kilometer Reichweite. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, beim Bilderbuchverbrauch, er liegt dann bei 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, das wären, also bei den 60, die ich noch hatte, wären so ungefähr 9 Kilowattstunden noch drin gewesen in der Batterie. 9 plus 66 ergibt genau 75 Kilowattstunden. Das käme dann ziemlich genau hin und wäre, wie gesagt, eine Nettokapazität, was ganz hervorragend
ist. Ja, und damit soll ich eigentlich laut Broschüre 530 Kilometer weit kommen. Das ist natürlich ein Laborwert, beziehungsweise das ist so der Wert für Sommer, Rückenwind, bergab und einen ganz leichtgewichtigen Fahrer. Also ich kriege das nicht hin. Jetzt haben wir Winter in Deutschland, irgendwas zwischen 3 und 7 Grad, sehr viel Regen, sehr feucht. Und heute Morgen zeigte er dann an, nachdem ich ihm von der Steckdose nahm, 490. Das war das Maximum an Kilometern. Mehr ging nicht rein, mehr wollte er nicht. Das liegt aber ja nicht nur am Wetter, sondern es liegt auch an meinem Fahrverhalten vorm Laden. Klar, das spielt da auch eine Rolle. Also wenn man den Wagen sehr, sehr stark tritt, dann geht die Reichweite, die errechnete, natürlich auch nach unten. Ein bisschen schade ist, dass der Autopilot noch nicht aktiviert ist, aber ich habe immerhin schon den Tempomaten, den kann ich aktivieren. Also ich muss jetzt nicht die ganze Zeit Fuß auf dem Gaspedal haben oder dem Fahrpedal haben. Wenn man sich vorher informieren will, wie viele der Ladestationen denn schon umgerüstet sind, ist das bei Tesla ein bisschen schwierig. Es gibt aber von Nutzern ein gepflegtes Google Doc im Internet. Ich blende die Adresse gleich mal ein. Und da kann man nachgucken. Und Stand heute, also Anfang Februar 2019, sind 37% der kontinentaleuropäischen Ladestationen oder Ladesäulen umgerüstet. Für Deutschland war es so, dass von 474 Ladesäulen 149, das sind 31%, dann einen zweiten Stecker, und zwar einen CCS-Stecker, haben. Die Entscheidung, dieses Auto mit einem CCS-Stecker oder manchmal auch Combo genannt, ist ja Combined Charging System. Also man hat ja da den Typ-2-Stecker und zwei Gleichladepins kombiniert in einem Stecker. Das war eine ganz geniale Entscheidung von Tesla. Jetzt haben die Fahrer und Fahrerinnen nicht nur die Wahl, zu den Superchargern zu gehen, sondern sie können halt auch jede Schnellladesäule, die einen CCS-Stecker hat, benutzen. Und das erweitert nicht nur die Möglichkeiten in der Innenstadt, wo ja die Supercharger eher nicht sind, sondern man kann halt einfach auch nicht nur nach Nähe gucken, sondern jetzt, wo man bezahlen muss, auch nach Preis oder Bequemlichkeit. Wo möchte man lieber oder wo muss man laden? Und das ist natürlich irre, irre praktisch und eine sehr, sehr gute Wahl. Ich bin ja, wie gesagt, das habe ich schon oft erzählt, in der glücklichen Lage, dass bei mir im Wohnviertel in Hamburg, Eimsbüttel, um die Ecke bei mir, eine Schnellladesäule steht. Und dann kann ich das Auto anschließen und mit 50 kW Leistung laden. Und der war dann nach 2 Stunden, 15 Minuten komplett voll. Also großartig. So für über Nacht. Ich habe dann auch gleich einen Parkplatz natürlich. Das ist natürlich dann sehr bequem. Ist großartig. Also das war eine sehr weise Entscheidung. Es wird ja auch dann einen Adapter geben für die Model S und Model X Fahrer. Weiß noch nicht, was der kostet, aber wenn ich mir angucke, der Shademo Adapter für die Tesla Fahrer, der kostet 500 Euro. Das ist ja schon mal eine Ansage für einen Adapter. Aber es ist sicherlich praktisch, sowas dann dabei zu haben als Model S oder X Fahrer. Wobei mir neulich auch ein Kommentator in die Kommentare schrieb, dass mit seinem Shademo-Adapter er Schwierigkeiten beispielsweise in Hamburg hätte, an den Schnellladesäulen den zu benutzen. Funktioniert einfach nicht, Strom fließt nicht. Warum auch immer. Das ist dann ärgerlich, wenn man 500 Euro für einen Adapter ausgegeben hat und der dann nicht seinen Dienst versieht.
Ja, beim Scheibenwischer merkt man, dass dieser Wagen in Kalifornien konstruiert wurde. Da gibt es wohl nur leichtere Regenschauer. Also im deutschen Winterregen fand ich die Intervalle dann doch ein bisschen zu großzügig eingeteilt und die Scheibe war schon komplett dicht und der Wischer ging noch nicht los und ich habe dann immer manuell gedrückt oder beziehungsweise habe dann auch auf eine Stufe höher manuell gestellt. Also mit dem Intervall komme ich noch nicht so richtig klar. Die Heckscheibe hat ja keinen Wischer. Auf der Autobahn, so ab 100 km/h, wird die dann so nach und nach freigepustet. Das funktioniert. In der Stadt ist es ein bisschen doof. Da bleiben die Tropfen drauf. Da sieht man nach hinten nichts. Man hat ja eine Kamera. Aber gerade im Winterwetter wird diese Linse halt auch in Mitleidenschaft gezogen, was Sichtbarkeit angeht. Also die war eine Weile ganz schön schmuddelig und schmutzig. Ich konnte immer nichts mehr erkennen und musste die einfach mal frei putzen mit einem Taschentuch. Und da hat man ja auch schon mehrere Videos von gesehen, der kleine Konstruktionsfehler bei der Heckklappe. Also es ist so, wenn man den Kofferraumdeckel öffnet, läuft das Wasser vom Kofferraumdeckel auf die Heckscheibe und von der Heckscheibe runter Richtung Öffnung, wo man jetzt gerade Sachen rausnehmen will. Und um diesen Wasserlauf zu verhindern, hat Tesla da eine Gummilippe eingebaut. Aber diese Gummilippe ist zu klein konstruiert. Die ist wieder für kalifornische Nieselregenfälle konstruiert. Die müsste viel größer sein. Die fängt das Wasser nicht auf. Also der Schwall geht drüber. Und ich hatte dann beim ersten Mal auch den unschönen Fall, dass irgendwie an den Seiten Wasser durch eine Öffnung in der Karosserie gelaufen ist und dann im Kofferraum wieder ausgetreten ist und es da reintropfte. Wenn man da dann sein Kameraequipment liegen hat und es läuft munter drauf, ist das ein bisschen ärgerlich. Und das ist echt einer der Konstruktionsmängel, wo ich glaube, da muss Tesla nochmal nachbessern. Im Menü kann man noch so einiges einstellen. Darunter ist dann beispielsweise in der Rubrik Fahren Beschleunigung. Da kann man wählen zwischen lässig und Sport. Ich habe mal Sport gewählt. Das ist auch schon sehr sportlich, wie er anfährt. Der Lenkmodus kann man wählen zwischen Komfort, Standard und Sport. Und beim Rekuperieren, Tesla nennt das hier regeneratives Bremssystem, kann man zwischen Standard und Niedrig wählen. Also aus der kinetischen Bewegungsenergie wird ja beim Verzögern, also wenn man Fuß vom Fahrpedal nimmt, wird Energie zurück in die Batterien gespeist. Das nennt man normalerweise Rekuperation. Das ist, wenn die Batterie sehr, sehr voll ist, ist das limitiert. Da zeigt das System auch einen Warnhinweis, dass das regenerative Bremsen eingeschränkt ist, weil die Batterie ja noch sehr voll ist und sie ja gar nicht weiß, wohin mit der Energie. Ich habe es jetzt auf Standard gestellt. Ich bin ein großer Freund davon, wenn die Batterie ein bisschen leerer ist. Ich fahre in der Stadt, bei der Autobahn auch, aber hauptsächlich in der Stadt, wirklich nur mit dem Fahrpedal. Also ich habe mittlerweile raus, wann ich den Fuß hochnehmen muss, sodass ich so rechtzeitig verzögere, dass ich an der Ampel oder beim Vordermann rechtzeitig zum Stehen komme und ich gar nicht mehr die Bremse brauche. Und ich möchte, dass meine Bewegungsenergie noch umgewandelt wird, wieder in elektrische Energie, die ich dann in zusätzliche Reichweite umwandeln kann. Das funktioniert hier ganz hervorragend. Wie stark rekuperiert wird, ist so ein bisschen so ein Ratespiel. Hier auf dem Display gibt es eine ganz feine Linie unterhalb der Geschwindigkeitsanzeige. Die schlägt nach links aus grün, wenn ich rekuperiere, und nach rechts, wenn ich beschleunige, schwarz der Streifen. Da geht dann die Energie aus der Batterie raus. Aber diese Linie hat keine Skala oder keine Werte. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel ich da jetzt gerade umsetze. Einfach nur so ein Schätzwert, dass es gerade hoch geht oder gerade sehr niedrig ist. Je nachdem. Die Performance-Variante hat größere Bremssättel, einen Carbon-Spoiler und ein tiefer gelegtes Fahrwerk. Der Wagen verfügt über einen Track-Modus, sodass auf Rennstrecken die Assistenzsysteme ausbleiben. Hier kommt es aufs Können des Fahrers an. Aufgeschlossen wird das Auto per App oder dieser Schlüsselkarte. Die hält man unterhalb der Kamera an die B-Säule und öffnet die Tür. Zum Start legt man die Karte einmal kurz auf die Mittelkonsole, da muss sie aber nicht liegen bleiben. Die weiße Inneneinrichtung wirkt edel, fragt sich nur wie lange, wenn man eine fabrikneue Jeans anhat oder Kinder mitnimmt. Das zweigeteilte Glasdach schafft einen angenehmen hellen Innenraum. Und falls man mal an großen Dingen vorbeikommt, kann man die immer noch sehen. Thema Gepäck. Vorne unter der Motorhaube passt ein Kabinentrolley. Der Kofferraum ist größer und mir auch groß genug. Zwei Reisekoffer und etwas Kleinkram sollte man bequem unterbekommen. Die Ladekabel nehmen hier keinen Platz weg. Falls man mal mit einem extra langen Typ 2 Kabel geladen hat, bekommt man das problemlos in dem Fach unterhalb der eigentlichen Ladefläche verstaut. Innen hat man in der Mittelkonsole neben zwei Getränkehaltern noch weiteren Stauraum.
Unter den beiden Klappdeckeln ist ebenfalls Platz. Hier verbergen sich Smartphone-Anschlüsse. Die zwei Kabel kann man seiner Hardware anpassen, denn hier unten sind USB-Eingänge. Aber auch die Passagiere hinten werden mit Strom und frischer Luft versorgt. Hinten kann man auf beiden Seiten seine Jacke aufhängen. Die Lüftung regelt man nicht über Klappen und Drehräder, sondern auf dem Touchscreen. Wo und wie viel Luft aus dem Schlitz kommt, der über die gesamte Breite geht, legt man mit Wischbewegungen fest. Auch die Sitzheizung auf den 5 Plätzen kann man von hier steuern. Knöpfe gibt es im Model 3 so gut wie keine. Selbst das Handschuhfach öffnet man über den Touchscreen. Druckknöpfe gibt es nur für die Verbindung zur Notrufzentrale und zum Einschalten der Warnblinker. Das Lenkrad verfügt noch über zwei Kugelknöpfe. Damit verändert man die Position des Lenkrads, der Außenspiegel, die Wiedergabelautstärke und man steuert die Spiele damit. Jawohl, Spiele. Tesla hat alte Atari-Videospiele integriert. Die kann man spielen, wenn der Wagen steht. Centipede, Lunar Lander, Missile Command und das Autorennen Pole Position. Ein etwas derberer Spaß sind die Furzkissen, die man seinen Mitfahrern unter den Popo legen kann. Aber da sagt nochmal einer, Entwickler hätten keinen Sinn für Romantik. Wie wär's mit knisterndem Kaminfeuer? Aus der Lüftung strömt warme Luft und aus den Lautsprechern kommt romantische Musik. Ich habe nun in den Tagen, die ich den Wagen hatte, öfter auch Leute mitgenommen. Freunde und auch meine Tochter, die ist 16, die interessiert sich nicht sonderlich für Autos. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie heiß drauf ist, einen Führerschein zu machen. Also in ihrem Umfeld ist das kein großes Thema in einer großen Stadt. Aber hier in diesem Wagen habe ich sie dann wirklich mal euphorisch erlebt. Und sie fand das alles klasse gemacht und gelöst. Und auch sie hat herzlich gelacht über diese Spielereien wie die Furzkissen oder das Kaminfeuer. Und da war sie nicht alleine. Das lag nicht nur an ihrem Alter. Auch andere Erwachsene fanden das, wenn sie dann was gepostet haben auf Social-Media-Kanälen, dieses Kaminfeuer oder Furzkissen besonders lustig. Geht mir genauso, weil es zeigt ja Elon Musk und seine Ingenieure, das sind verspielte große Kinder. Und das ist nichts Schlechtes. Das ist was, im Gegenteil, es ist was Gutes. Kinder spielen, um zu lernen. Und diese Technologie ist komplett neu und man muss ausprobieren und machen. Und man muss verspielt sein, um diese Autos zu entwickeln und zu bauen. Im Norden haben wir es wohl mit Skihallen. In Bisping am Snowdome befindet sich ein weiterer Supercharger. Leider komme ich auch hier nicht über 90 Kilowatt Ladeleistung, obwohl die Batterie zu 2/3 leer ist. Das Menü bietet mir hier auch eine Sprachsteuerung, einen Sprachbefehl, aber das ist, empfinde ich als relativ eingeschränkt. Also es gibt drei Rubriken, die man mit der Sprache steuern kann. Das sind die Kontakte aus dem verbundenen Telefon anrufen. Das ist ein Navigationsziel diktieren oder angeben und dann setzt die Navi das um. Oder es ist ein Musikwunsch, der dann vom System gespielt wird. Anruf Daniela Kunde, mobil. Navigier mich zum Platz der Deutschen Einheit in Hamburg. Spiel ein Lied von Joe Cocker. Ernüchternde Erkenntnis, bei mir haben alle drei Sachen nicht funktioniert, also überhaupt nicht. Bisschen erstaunlich, weil in den USA hat mein Musikwunsch auf Anhieb funktioniert. Das System versteht mich auch, weil ich sehe ja die Spracherkennung, ich sehe hier angezeigt, was er für einen Befehl verstanden hat. Und das ist genau auch das, was ich gesagt habe und was ich will, aber weder ein Anruf noch ein Navi-Ziel wurden umgesetzt. Und bei der Musik hat er dann eher den Satz genommen, spiel ein Lied von Joe Cocker und setzt das dann in das Suchfeld bei Spotify ein. Aber spiel ein Lied von Joe Cocker,
findet Spotify dann natürlich nicht als Suchbegriff. Also das war jetzt ein bisschen enttäuschend, dass das noch so gar nicht funktioniert hat. Also der Autopilot ist einfach großartig und bin begeistert, dass innerhalb meiner 4 Testtage er noch freigeschaltet wurde. Das ist ja das Tolle bei diesen Autos, die alle im Internet verbunden sind. Das kann man einfach over the air freischalten und auf einmal war im Menü der Autopilot verfügbar und ich konnte ihn einschalten. Und er hat sofort auch in der Stadt bei Regen, in Dunkelheit funktioniert und nun heute nochmal auf der Autobahn und auf der Landstraße. Und ich habe wirklich da nichts auszusetzen. Ganz hervorragend. Also ein Spurwechsel kriegt er hier noch nicht hin in Deutschland. Aber er hält die Spur, er hält das Tempo, er hält den Abstand zum Vorausfahrenden. Das kann man an den Drehrädern am Lenkrad einstellen, ob 1, 2 oder 3 Wagenlängen Abstand halten soll. Und er hat auch sehr gut erkannt die Straßenschilder, also die Tempolimits. Und wenn auf einer Landstraße Tempo 100 ist, dann sagt er auch maximal, Autopilot geht nur bis 100. Also man kann dann auch nicht schneller. Das Dilemma mit dem Autopiloten ist, dass natürlich Elon Musk und Tesla da so ein bisschen zu viel versprochen hat, was man sich vorstellt unter einem Autopiloten. Also vom autonomen Fahren sind wir natürlich hier meilenweit weg. Es ist so, wenn der Autopilot, also die Kamera, Radar, die Spur nicht mehr erkennen aufgrund von schlechten Witterungsverhältnissen, Regen, Dunkelheit oder weil einfach keine Markierung mehr da ist oder auf einmal in einer Baustelle es von weiß auf gelb wechselt und man irgendwie diesen Wechsel hier nicht so richtig das System erkennt, schaltet der Autopilot sofort ab, macht Ping und man muss übernehmen. Man hat keinerlei Übergangszeit. So, ich muss ihn mal wieder aktivieren. Ja, Ping, das war's. Hände am Lenkrad halten, weil ich muss ja sofort reagieren können. Er gibt mir auch alle paar Sekunden Hinweis, Lenkrad bitte leicht berühren, dann muss ich es leicht antippen. Er verzieht dann nicht die Spur, aber er weiß, ich bin noch wach, ich bin dabei, ich passe auf. Also, der Autopilot gefällt mir ganz, ganz, ganz hervorragend, aber man darf sich natürlich nicht in so einer trügerischen Sicherheit wiegen. Es ist nicht so, dass dieser Wagen alles allein machen kann. Auf gut gekennzeichneten Straßen, einwandfrei, kein Thema, ist es sehr entspanntes Fahren und erleichtert das Fahren auf der Autobahn, weil es also ein bisschen den Druck vom Fahrer nimmt. Er muss zwar immer noch seine Aufmerksamkeit auf der Straße haben, aber Füße sind vom Pedal, Hände ruhen ruhig unten am Lenkrad und sind einfach nur in der Nähe und tippen immer mal wieder an. Das macht das Fahren doch sehr viel entspannter. Beim Verbrauch komme ich nicht an den Bilderbuchwert von 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer heran. Das winterliche Wetter und einige Spurts treiben meinen durchschnittlichen Verbrauch eher in Richtung von 23,4 Kilowattstunden. Ja, wie fällt mein Fazit nach dem Test aus? Also ich habe den Wagen in Kalifornien auf dem Highway 1 gefahren, jetzt im regnerischen, winterlichen Wetter in Deutschland und ich muss sagen, es ist ein gelungenes Elektroauto und Hut ab, was Tesla da geschafft hat. Klar, ja, sie waren wie, das hat wieder gedauert, aber sie haben ein tolles Produkt geliefert. Und das mit dem Dauern liegt ja einfach daran, dass vielleicht Elon Dinge einfach zu früh ankündigt oder Zeithorizonte falsch einschätzt und er sollte einfach sagen, es dauert dann halt noch ein halbes Jahr oder Jahr länger, dann wären die Kunden ja nicht so enttäuscht. Das ist ja schon eine Wahnsinnsleistung, dass es da 450.000 Vorbestellungen gab von einem Auto, wo Menschen nicht mal drin gesessen haben für eine Probefahrt. Klar, davon wurde wieder was storniert, hieß so unter 20%, also können wir grob ausgehen, dass noch 370.000 Bestellungen weltweit bei Produktionsbeginn
in den Büchern waren. Und das ist ein unglaublicher Erfolg und zeigt, wie beliebt dieses Auto ist. Und auch wenn man guckt beim Umweltbonus, es gab im Januar das erste Mal einen richtig steilen Anstieg mit 6.147 Anträgen. Eine Wahnsinnszahl gab es in den fast drei Jahren vorher. Das gibt es ja seit Sommer 2016, es gab es in dieser Zeit vorher nicht. Und da hat natürlich jetzt das Model 3 nur einen kleinen Anteil, aber immerhin 911 Anträge im Januar. Und das, obwohl der Wagen erst am 22. Januar förderfähig ist für die 2.000 Euro. Also es gab in dem Monat nur 9 Tage, wo man diesen Antrag stellen konnte. Und 911 Anträge sind bearbeitet worden. Also das finde ich schon einen enormen Erfolg. Und ich merke es ja auch immer wieder bei meinen Ladestopps. Also kein Ladestopp ohne Gespräch. Und das beziehe ich jetzt nicht nur hier auf den Tesla. Das ging mir mit meinem Nissan Leaf genauso. Und das ist immer das gleiche Muster. Es gibt immer so einen verstohlenen Blick, gucken. Und dann nähert sich einer vorsichtig an. Entschuldigung, darf ich Sie mal was fragen? Und dann hat man das Gespräch an der Backe, was ich aber gar nicht unangenehm finde, sondern ich mache das gerne. Ich schalte dann auch immer gleich in meinen Vlogger- und Podcast-Modus und erzähle den Leuten alles. Und möchte ja auch gegen diese Vorurteile angehen, gegen dieses, also die Batterie ist schädlich und das ist alles nur mit Kinderarbeit passiert und mein Auspuff steht eigentlich woanders und Reichweite ist viel zu gering. Da versuche ich einfach immer gegen anzugehen und argumentiere, warum das nicht so ist. Das finde ich immer ganz spannend und kommunikativ und gerade an den Tesla Superchargern kommt man mit sehr interessanten Leuten ins Gespräch. Also in der Tesla Community duzt man sich. Und bei einem Supercharger kam ich da mit einem Herrn ins Gespräch, der mir erzählte, er arbeitet in einem Hotel Usedom und die hätten sich jetzt mittlerweile vom Stromnetz gelöst und versorgen sich autark mit Energie. Und ganz spannend, was der erzählt hat und wie das angefangen hat mit dem Elektroauto. Und jetzt kriegen auch die Gäste, können sie eins leihen und es gibt E-Fahrräder. Und ganz spannendes Projekt, ganz spannende Menschen, die man da kennenlernt. Und allein dafür, ups, Hände sind vom Lenkrad, ich muss wieder zurück. Allein dafür ist Elektroautofahren schon echt spannend. Aber ich war beim Fazit, also wieder zurück zum Punkt. Mein Fazit. Gelungenes, tolles Elektroauto und ich sage, mit dem Elektroantrieb oder Brennstoffzellenantrieb fährt man halt emissionsfrei, tut was für die Umwelt. Jetzt höre ich schon die ganzen Verbrenner und Freunde, Diesel- und Benzinfreunde aufschreien, ja, das stimmt doch gar nicht, du fährst doch mit schmutzigem Strom. Naja, also ich muss natürlich den Ladesäulenbetreibern schon vertrauen, wenn die mir sagen, ich lade da Ökostrom aus Sonnen und Wind, dann muss ich das glauben und ich habe theoretisch die Chance, natürlich sauberen Strom zu laden. Und natürlich haben wir auch in Deutschland die Chance, eine Energiewende hinzubekommen zu fast nahezu 100% erneuerbaren Energien. Also beim Elektroauto besteht die Chance, wirklich tatsächlich emissionsfrei zu fahren. Diese Chance besteht bei Diesel- und Benzinmotoren nicht. Bei jedem Verbrennungsprozess werden irgendwelche klimaschädlichen Abgase ausgestoßen, egal wie gut nun die Motoren werden, Katalysatoren werden, da kommen wir nicht drum rum. Also auf der Öko-Seite ganz klares Plus. Dann geht es aber auch natürlich um dieses Thema Spaß, Fahrspaß. Also ich habe hier einen ganz enormen Spaß mit diesem Fahrzeug. Allein dieses Beschleunigen, dieses lautlose Wupp, und man ist weg, man ist irgendwie irre schnell, hat den Leuten, ich hatte ungefähr ein halbes Dutzend Leute jetzt am Wochenende hier mit dem Wagen als Mitfahrer, jedes Mal ein Grinsen ins Gesicht gezaubert. Und dieses ruhige Fahren auch, also dass man wirklich nur die Windgeräusche hat, nichts anderes, finde ich sehr, sehr angenehm. Es ist ein entspanntes, ruhiges Fahren, es ist ein anderes Fahrgefühl als mit dem Verbrenner. Und ich kann es jedem nur empfehlen, einfach mal eine Probefahrt mit irgendeinem Elektroauto zu machen. Also dass man einfach begreift oder erfährt, was der Unterschied ist. Und das beim Thema Spaß kommt noch hinzu. Natürlich ist es albern mit all diesen Spielchen, den alten Atari-Spielchen und den Furzgeräuschen und dem Kamin. Aber es zeigt, wie Elon und seine Entwicklungsingenieure drauf sind. Und das sind halt große Spielkinder. Und das ist gut. Spielen ist gut. Beim Spielen lernt man. Man erkennt Grenzen, man erkennt neue Methoden, diese Grenzen zu überwinden und neue Dinge zu machen. Von daher ist das eine tolle Sache und es zeigt mir, diese Ingenieure wollen die Grenzen drücken und sie überwinden und wollen Neues finden. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, irgendwann mal in einem VW zu sitzen, wo dieser Spielkram drin ist, weil diesem Konzern und den führenden Köpfen da einfach diese Leichtigkeit und dieser Spieltrieb und dieses Kindliche fehlen. Und ich finde es werden jetzt wieder ganz viele Leute aufschreien und wilde Kommentare machen, aber ich finde es gut. Ich finde es super, was sie da machen. Und es hat, wie gesagt, allen, die hier drin saßen,
nicht nur das Grinsen, sondern ein lautes Lachen entlockt, wenn man mit diesen Dingen rumspielt. Und Autofahren und Mobilität soll ja auch Spaß machen.